Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Wir heute sehen gerade schwimmen wieder das Minecraft Dungeons. Wir haben in der letzten Folge waren ja in den Redstone Minen und ja, wir haben leider, ja, sind wir abgelost. Ja, der Redstone Golem hat uns nämlich ja niedergemacht. Genau, so. Ich sehe schon, dass wir hier gerade keine Kiste bekommen haben. Ich dachte, wir kommen immer jeden Tag ja eine neue Kiste. Aber ist wohl nicht so der Fall. So, wir gehen jetzt mal in den Missionsauswahl und ich würde sagen, Redstone Minen haben wir schon gemacht, auch verkackt, ja. Das werden wir nochmal einmal wiederholen, aber ich möchte jetzt mal was anderes machen, ja. Und zwar gehen wir erstmal zu den Kürbisweiden, ja. So, wir sehen, wir haben die Kraft 4, der empfohlene Kraft ist auch 4. So, und nun, ja, weiß ich nicht. Sollen wir einfach hier auf 1 machen und jetzt mal hier auf die Kraft 4 gehen, die uns auch empfohlen wird. Also Leute, ich würde sagen, wir gehen dann einfach auf Schwierigkeitsstufe 2, empfohlene Kraft 4, so wie wir es auch haben. Ja, wie wir sagen, dann drücken wir erstmal die Mission starten und wir reisen nach den Kürbisweiden. Und Leute, allein hier schon ein Bild, denke ich mal, dass wir wieder ein paar Wildschweine befreien müssen. Aber das ist ja nicht ganz. Die Raubzüge der Illager haben dieses einst fruchtbare Land in Ödnis verwandelt. Nur ein einziges Dorf blieb bisher verschont. Beeil dich, Held! Du musst die Dorfbewohner vor dem bevorstehenden Kampf warnen. Du bist ihre einzige Hoffnung. Okay, Leute, also wir sehen können wieder der Untertitel da unten, der ist mal wieder etwas verzögert. Ja, warum das so ist, keine Ahnung. Aber gut, wir müssen jetzt das ja einzigste Dorf noch finden, was ja noch existieren tut. Und wir sind schon ganz viele Pfeile. Und es ist ein bisschen schade, dass wir die irgendwie nicht aufheben können. Und ich sehe gerade, wir können auch so ganz langsam laufen, ne? Das wäre noch gar nicht aufgefallen. So. Oh Gott, ne, ne, ne. Die Spinnen sind die. Ja, Mann. Gott. Ich hoffe auch, dass wir dieser Welt wieder ein paar Waffen wiederfinden, ja. Denn, ja, wir brauchen dann noch deutlich bessere Waffen, Leute. Auch, oder ja, das ist eine Fähigkeit. Wir können auch mehrere gleichzeitig schießen, ne? Okay, Leute, das habe ich noch nicht gewusst, dass mit diesem Schnellschussbogen die Schüsse sich teilen. Aber interessant. So, ich würde sagen, wir gehen dann erstmal hier so entlang und dann vielleicht nochmal da hinten so. Damit wir auch schön alles erforscht haben. So, oh Leute, das sind aber echt viele Creeper hier. Wollen die zucken immer noch so komisch. Ja. Ich glaube, dass sie nicht spinnen fahren. Wir haben noch 180 Teile. Okay, Leute. Ich denke mal, das sollten wir schaffen und ich hoffe mal, dass wir diesmal verkacken. So, gut, hier ist nichts. Dann gehen wir jetzt wieder hier oben so zurück. Oder sollen wir jetzt nochmal einmal nach da gehen, Leute? Ich würde sagen, wir gehen erstmal einmal nach da und danach wieder hier zurück. Dann damit wir nämlich auch, ne, am besten cool Kreaturen wieder haben. Ja, ich denke mal, dass nicht passieren wird, aber ich hoffe es einfach mal. Oh, ich sehe mal wieder ein paar Grüße. Klar, da sehe ich aufs Markt, da haben wir erstmal jetzt so genug hier mit 403. Aber naja. Ich hoffe auch, dass wir noch andere Wildschweine freischalten, anstatt nur halt den Schmied. Denn, ja, ich habe es auch schon in den anderen Videos halt gesagt, mit dem Schmied werden wir jetzt hier nicht, ne, verstärkt, also wir brauchen noch ein paar andere. Und achso, der Weg geht hier noch etwas weiter. Ich denke mal, hier wieder enden, weil hier ist eine Grenze. So. Ah, hier ist noch ein schönes Haus nochmal hier, ne? Brennt auch. Okay, Leute, also Pfeile haben wir jetzt wieder fast 400. Ja gut, das haben wir von auch wieder alles hier erforscht. Und dann würde ich sagen, dann können wir jetzt wieder den Weg zurückgehen, dann da kommen wir noch so eine kleine Ecke, gehen wir halt so hin. Das wir können nochmal untersuchen und dann geht es hier halt weiter. So, wir sagen, dann laufen wir mal dahin, aber das sind noch ein paar. Oh, no, oh Leute, neue Rüstung. Sag mal, ist das nicht die gleiche, die wir auch anhaben? Die hat nur 2 und die hat nur 9. Ja, Leute, wir sagen, dann nehmen wir doch ja am besten die hier. Ja. Was hatten die so? Nahkampf und Entfernungsschaden um 20% erhöht. Okay, das ist gut. Verursacht 60 Schaden. 16 oder das. Um 10% reduziert der Cooldown. Okay, ich weiß nicht, was so ein Cooldown ist. Aber ich würde sagen, wir machen einfach dann hier das Ding, ne? Machen wir deutlich mehr Schaden. Ah, 3 ist wieder zu teuer. Okay. Gut. Dann gehen wir jetzt mal wieder zurück. Hier werden uns da noch ein paar Hammers aber noch angezeigt, ne? Naja. Ein paar Sekunden später. So, Leute. Wir sind jetzt ja am unseren Ziel angekommen. Und jetzt geht es wieder weiter hier, ne? Also, hier, das werdet ihr vorstellen, dann gehen wir halt hier so rüber. Ja. Genau, so werden wir es halt machen. Und ist das ein.
Ist das ein Kürbis? Also, ein Kürbis hier oder ist das auch nur Holz? Sieht aus wie ein Kürbis so aus. Na, lass mal gucken, wir wieder. Okay, Leute, also. Smaragde sind wie gesagt echt reich. Oh, nice, mein neues Schwert. Und noch mehr Smaragde. Aber ich weiß nicht, ob das Schwert besser ist. Das hat mehr Schaden, Kraft. Aber das sind noch mehr. Da würde ich sagen, dann können wir doch. Aber dann können wir noch irgendwas mit erhöht Schaden um 20%. Okay. Ich würde sagen, wir behalten erstmal noch unsere Spitzhacke hier, ja. Dann sind wir Kraft 7, aber wir behalten die hier, ja. Weil das Ding macht nämlich viel, viel weniger Kraft. Das heißt, wir können das Ding halt wieder verwerten. Aber Leute, das hier können wir auch gleich wieder verwerten. Gut. Dann würde ich sagen, dann geht das weiter. Hier haben wir jetzt wieder alles hier erforscht. Ja. Okay, Leute. Hier ein paar wieder Monster hier. Und ist das ein Schiff? Oh Gott. Was war denn das? Was ist denn das für einer? Oh, das mal, habe ich noch nie gesehen. So sehr gut. So, wir werden zu Captain Jack Sparrow. Können da Fisch so rausholen? Also Fische liegen da drin. Ey, ja, Leute, wäre auch mal, dass jetzt mal so Fässer geht tut, wo man hier also Fische sehen könnte. Ne? Also so ein Vanilla Minecraft. Das ist ja auch echt mal feiern. So, können wir hier noch irgendwie rein oder hoch? Nee? Okay. Leute, ich hänge gerade fest. So. So, lassen wir nochmal diese Kiste. Da gibt es auch noch ein paar Inseln, können wir so reinspringen. Leute, ich weiß jetzt nicht, ob wir das absaufen tun. Und ob der Charakter auch schwimmen kann. Ich möchte zu diesen beiden Inseln. Ja, entweder wir saufen jetzt ab oder es passiert gar nichts. Oder können wir hier wieder lang? Eine Brücke oder so? Hier? Ach Leute, wir springen jetzt einfach mal. Ah, wir haben nur ein bisschen Schaden bekommen. Okay. Okay, jetzt sind wir gestorben. Gut, also ich finde, das hat sich gerade nicht so sehr gelohnt. Aber wir haben jetzt daraus gelernt. Wir haben jetzt aber ein Leben wieder verloren. Ne? Also ein richtig wichtiges Leben. Ja, was ist das? Achso, wegen unserer Rüstung, wenn wir uns healen oder wie? Ach, keine Ahnung. So. Das heißt, zu anderen Insel gehen wir nicht, sonst sterben wir nämlich auch schon wieder. Ich hätte gedacht, vielleicht ist das so noch ein bisschen was, und zwar so aus einem Kisten. Das ist schlecht, das können wir auch wieder sofort verwerten. So. Immer die Stimmnetze. Die regen einen mal so richtig auf. Ja, geht das tot hier. Oh, Leute. Das wird hier gerade ein bisschen verwirrt. So. Dann, hier sind noch ein paar Küke. Zerstören wir. Da hinten haben wir noch so ein kleines, ja, Eck dann noch nicht hier. Müsste das hier sein, gell? Genau. So. Dann geht es jetzt mal weiter. Was müssen wir eigentlich nochmal machen? Genau, das Dorf müssen wir finden. Ja. Oh, und lass mal Leute hier Herbst. Es ist sowas, ist ja auch mit Minecraft nice, ne? Wenn auch so Jahreszeiten geben würde. Ich würde es nice finden. Ich weiß nicht, wie ihr das finden würdet, aber ich würde es nice finden. So. Oh, ein besser Jäger. Bitte. Ja, komm. Ja. Okay, Leute, alles gut, wie dann abgetrunken tut. Wir können auch mal ein bisschen wieder in den Nahkampf einmal wieder gehen, ne? Wir waren jetzt die komplette Zeit da im Fernkampf. Jetzt kann auch wieder mit dem Nahkampf kommen. So. Genau, was kann das dann? Also, und zurück auf noch Schaden. Okay, hiermit machen wir halt noch mal ein bisschen mehr Schaden. Aber ich würde sagen, komm, wir verwerten dann einfach das hier. Nehmen dann das da, weil dann, ja, ist nämlich höhere Kraft und sowas und noch mehr Schutz. Weil dann sage ich mir, okay, komm hier, ne? Dann suchen wir halt lieber neue Waffen. Anstatt. Achso, wollte ich gerade nicht machen. Ach, ja, Leute, das war mir wieder ein Fell gerade. Jetzt TNT wollte ich eigentlich noch nicht behalten. Aber egal. TNT findet man auch im Fell. Und Leute, wir haben mal 414 Pfeile. Also wenn das nicht viel ist, weiß ich auch nicht mehr. So. Können wir das hochschießen? Ah ja, wir treffen nicht ganz. Gut, dann kommt hier jetzt noch ein bisschen, aber ich glaube, die werden, die bringen ja eh hier nur Regenerationsmittel. Ja, so. Leute, den Triple-Schuss. Okay, Leute, also die Map, die kann echt groß werden. Dann würde ich einmal sagen, dann gehen wir jetzt einmal ein bisschen weiter. Aber dann kriegen wir halt die Tanke, die ich mache.
Jetzt kommt wieder was an. Ja. Ja, komm her. So, jetzt haben wir uns die Kuh entwickelt. Da hinten ist gerade auch niemand hier gestorben. Okay. Gut. Sollen wir so lang gehen oder nicht? Ich denke mal, hier ist dann das Ziel. Wir gehen dann hier an und nochmal so lang zurück. Ja. Komm. Leute, also Nahkampfschaden machen wir mehr. So, dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt einmal nochmal hier so die Runde. Hier erforschen das und dann gehen wir dann wieder zurück. Aber dann haben wir nämlich auch wieder, ja, fast alles wieder erforscht. So. Der Fall ist auch immer noch da. Genau, der Fall will, dass wir nach da oben gehen. Das werden wir aber nicht machen. Wir gehen nämlich nochmal nach da hinten. Vielleicht liegt da ja sogar noch irgendwer. Wieder ein paar Vorräder hier. Okay. So. Genau, wir gehen jetzt wieder in die richtige Richtung. Ja Leute, ich denke mal, zur Folge jetzt wieder ein bisschen mehr in den Nahkampf, ne? Lauf ich überhaupt richtig? Ja. So. Ja, komm. Wir wollen dann so viel wie nur möglich erforschen. Aber es geht hier hoch nicht. Okay. Ach komm. Aber Leute, weil wir können ja die, mal die drei drücken, wir haben noch ein bisschen Speed hier. Ja, und merken, dass hier eine fette Mauer wieder ist. Okay, wie sollen wir da ein bisschen hochkommen? Hier vielleicht? Ah ja. Hier ist auch wieder irgendetwas da unten. Oh, Leute, ich weiß ja nicht ganz, wie ich da hochkommen soll. Oh ja. Oh Leute, das ist gerade echt, ne? Jo. Oh, erstmal wieder Healing herzustellen. Jo, Mann. Okay, Leute, das war gerade echt viel. Gut, dann geht's jetzt hier mal so weiter. Aber wir können auch von da so laufen. Ne, wir gehen ja schon von da. Gut. Ja, wir können nicht weiter. Okay, der Fall wird, dass wir da noch mal zum Hammer gehen. Okay, Leute, würde ich sagen, dann gehen wir zuerst kurz mal zum Hammer. Und seit wann wächst Gras auf einem Dach? Also, habe ich auch noch nie so erlebt. Gut, jetzt will das Spiel, dass wir nach da laufen. Aber wir gehen immer nach da hinten jetzt. Aber die Häuser sind, finde ich, in dem Spiel eigentlich gleich mal so schlecht aus, ne? Ich finde, die sehen irgendwie ein bisschen schön aus. Genau, jetzt geht es wieder in die richtige Richtung. So. Ja. Trug nochmal einmal hier zerstören. Genau, ein paar Monster noch schön. Ja, komm, wir nachkommen, machen wir ein bisschen mehr. Gut. Ja, man muss jemand da drüber laufen. So, hä? Ich laufe schon da drüber. Ja, nach da hinten, ich weiß. Ach, keine Ahnung, was das soll. So, haben wir gleich alles erforscht? Ja, gleich. So. Und erstmal, Leute, wir haben das im Bogen. Okay, warte, das müssen wir uns doch mal genauer mal ansehen. Das kann nochmal durchbohren, also dass der Schuss durchgeht. Okay, das macht mehr Schaden, hat eine geringere Geschwindigkeit. Ich würde sagen, wir können die ja mal nehmen, das Ding zerlegen wir dann erstmal wieder hier. Verwerten. Genau, sollen wir irgendwas noch verbessern? Ne, gegen nur gegen Untote. Ne, dann können wir das auch mal so lassen hier. Und ja, der Bogen kommt mir irgendwie ein bisschen stärker vor. Echt, war er ja auch. So. Die Kiste wieder neue Schwerte wieder bekommen und oh Gott, da sind viele Markte. Wir sind ja schon bei 652. Meine Güte. So. Die Kraft ist hier nur ein bisschen geringer. Finde mehr Smaragde. Okay, was kann das machen? Erhalte mehr Smaragde von besiegten Gegnern. Okay, das hat auch sowas. Und auch noch mehr Schaden. Verursacht erhöht Schaden bei bereits verwundeten Gegnern. So, ich würde sagen, das machen wir. Dann verwerten wir hier unsere Pickaxe. Rüsten das Ding auf. Und können dann das erstmal einmal. Ach, wir können es aber nur für eins entscheiden. Naja, gut. Jetzt haben wir das Ding, dann verbessern wir das Ding erstmal hier voll. Erfolg freigeschaltet. Lief ja wie geschmiert. Okay. Gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir erstmal wieder hier zurück. Den ganzen Weg bis dahin, ja. Genau. Eine Ewigkeit später. So Leute, es geht jetzt wieder weiter. Jetzt sind wir an einer Brücke angekommen. Das ist immer ein kleiner Krug.
So, können wir schon sehen, ob da noch irgendwas kommt? Ja, da kommt noch viel. So, hier ist eine Pferde. Rosting. Ja, Statue. So, wir können natürlich da nicht durch, weil unser kleiner Freund, der macht halt wieder was für Illager. Wenn ich immer noch nicht weiß, was die Illager sind, aber. Ja. Oh, nice, man, da die Lampe. In der Bogen macht das wohl irgendwie ein bisschen mehr Schaden, oder? Das ist unser Schwert. Oh ne, Leute, erstmal hier. Nein, nein, das ist. Ach. Oh Gott. Ein Stück und das Ding. Nice, man. So macht man das heutzutage. Du kannst wieder ein bisschen schneller sein. Neues Event. Tür geöffnet. Okay. Oh, oh Gott. Okay, Leute, das wird wieder echt witzig werden hier gleich. Ja. Ja, komm, 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 komm. Oh, ne, 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 nee, Leute. Unser Leben sagt gerade was komplett anderes. Gut. Wir können den Boden sogar noch anspannen. Okay, nice, man. Gut, da haben wir noch ein Schweinefleisch. Ich habe jetzt eine Regeneration hier nochmal. So. Okay, es gibt zwei Wege, Leute. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach da und dann nach da hinten. Wir müssen dann so oder so ja kämpfen. Oh Gott. Ja, kommt noch eins hier. Bam. Ach ne, wir müssen den Hebel hier umlegen. Gehen wir auch noch auf der anderen Seite. Damit sich die Zugbrücke öffnen tut. Gut, zum Glück sind, der kann Skelette wieder gespawnt. Der Zombies geht's ja eigentlich nicht so. So. Ja, komm. Da sind noch die letzten. Okay, die Rüstung ist wieder etwas schwächer, die wir gerade bekommen haben. Ja gut, dementsprechend nehmen wir die auch nicht, ne? Bewerten hier wieder. So. Jetzt haben wir hier ein paar Vorräte und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass in dem Level es echt am Boss geben tut. Okay. So, was sagt unsere Map? Gut, es geht noch viel, viel weiter. Finde, aber wir müssen immer noch das Dorf immer noch finden. Oh Gott, Leute. Also der Weg so lang ist, mein Dorf. Magier. Ach, den da oben schon wieder. Und Leute, den hatten wir auch schon mal. Da war das eine große Krokodil. Okay, da lassen wir den. Ich weiß gar nicht, macht das eigentlich auch nochmal ein Vanilla Minecraft oder. Oh Gott, das ist ein verdecktes hier. Ich weiß gar nicht, ob die Marke das auch irgendwie so in Minecraft macht. Ich könnte mir dann schon gut vorstellen, dass es so ist. Ah Gott, ich hätte einfach gerade nicht gemacht. Oh ja, schöne Regeneration. Wir hätten uns da vielleicht jetzt nicht reingeschaltet alles. Aber egal. So, wieder eine Rüstung, die schwächer ist. Alles wieder hier verwerten. Leute, dann mal 38 macht es schon hier. Ojo, das ist echt eine gute Leistung hier. So. Dann neue Rüstung ist wieder etwas schwächer. Oh, Leute, jetzt bekommen nur noch Rüstungen, die wirklich schwächer sind. Wir haben schon Kraft 10, Leute, Digga. Ey, wir sind von Kraft 4 auf Kraft 10 hochgegangen. In einem Level. Wow, das ist echt nice, ne? Also. Ja, bin echt überrascht. So, dann, komm, wir gehen erstmal dann da oben wieder hinten in die Sackgasse rein. Da ist ja noch ein paar Monster, Gott, was hat die Spinne da gerade gemacht? Was hat, Leute, die Spinne hat auf einmal losgetan. Let's dance, ey. So, genau, wie viel, haben wir noch Punkte? Ne, wir haben keine Punkte. Okay. So. Warum geht's jetzt mal wieder weiter? Oh, das gibt's jetzt wieder. Das geht erstmal hier. So, ja, hier ist ja eigentlich meine Sackgasse. Wir gehen also mal hier hoch. Okay. Oh, hier sind ja ein paar Skelette am Start. Was ist das eigentlich? Wer macht das? Hey, schade, dass wir da stehen. Was hat man das gehört? Ich bin also mal hier. Oh Gott, nee, wir sind stuck. Naja. Also, das ist ja echt, ne? So, TNT, ach komm, hier einfach noch reinschmeißen. Oh Leute, wir sind wieder da aufstehen. Wir haben wieder 9 Vertrauenspunkte. So, ich werde gucken, unser Schwert, der ist wieder schwächer. Kann dann aber eigentlich auch wieder weg. So, in den 9 Verzauberungspunkt, was können wir damit verbessern? Wir nutzen uns irgendwas am Bogen. Nee. Nee, ich glaube, das wird das alles nicht so nützen.
Du fügst einem Angreifer selbst Schaden zu, wenn du durch ihn Schaden erleidest. Okay, Leute, das können wir machen. Das würde sich echt gut lohnen. Ja, lass uns versorgen, wo hier mein Treff. Okay. Gut. Ja, schon wieder eine, die ja etwas schwächer ist. Okay, Leute, wir sagen, anstatt es immer zu züchten zu verkaufen, dann kaufen wir das ganze Ding einfach, ja, am Ende des ganzen Levels. Ja. Weil ich glaube, das nervt euch nämlich auch ein bisschen, wenn ich immer so alle 2 Minuten die Sachen verkaufen tue. Deswegen mache ich es am besten ab sofort alles am Ende. So. Ja. Da müssen wir auch noch kurz hin. Gut, bitte. Und Leute, ich möchte jetzt noch ein paar Wildbären machen, freien. Das ist dieser komische Magier, der das ganze Ding gemacht. Ja, dieser Felsbrocken, Leute. Da hier Magier. So. Oh, Baby, jetzt haben wir schon wieder. So, kommt uns noch irgendwas? Nee, gut. Erfolg wieder freigeschaltet. Passiv-aggressiv. Okay. KP ist auch nicht ganz, was es bedeutet, oder auf Deutsch besser. So. Nein, das wollte ich noch gar nicht. Das ist komische Krokodile immer. Was ist denn das Fallen? Ich fand das nicht immer so schön. Aber jetzt haben wir so ein bisschen Ding wieder raus, Leute. So. Ja, so viel Magie echt hier. Ja, wieder Krieger. Hat mir auch lange nicht mehr gehabt. So. Gut, Nachkampfschaden ist wieder. So, jetzt sind wir, wie lange geht das Level? Geht echt lang. Ja, komm, ich schmeiß das hier einfach mal so rein. Ja, wir haben auch nochmal ein paar hier nochmal eliminiert. So. Also mal ein bisschen mehr Züge. Ja, komm, sag mal. Also, wir können uns doch nicht entfernt sein. Da sind noch ein paar Wilde überhaupt nicht mit frei. Weil die Illager, obwohl ich ja immer noch nicht weiß, was das ist, die man schon angesprochen haben. Ich möchte mal gucken, was die Illager sind. Ich kenne nämlich nur die Wilde und die Pilze. Mehr kenne ich nicht. So. Ja, weil er wollte uns hier abschießen. Ja, Schrödinger. Gut, da hinten ist nichts. Aber hier sind noch ein paar Skelette. So, da ist ja noch ein. Ja. Ja, meine süße kleine Mittenmüde, ne? Okay, dann kommt das wieder hier alles. Oh, jetzt wird wieder echt schwer hier werden. Also Leute, ihr könnt noch euch an diese eine Folge erinnern, wo da so ganz viele Skelette waren. Ich glaube, das war im Creeperwald, ne? Da waren ja tausende von Monster hier auf einem Punkt, ne? Das war ja auch extrem schwer. So. Ist das jetzt das Dorf? Können wir hier was mitnehmen? So? Können wir überhaupt da drüber schießen? Nee. Okay, Leute, ich weiß jetzt nicht, ob das das Dorf jetzt hier ist. Aber ich kann das eben gut schon vorstellen. Da hinten müssen wir irgendwas machen, aber erst hier noch Personen hier forschen. Okay, da hinten ist irgendwie ein Ausgang, so. Gut, ich würde sagen, erstmal holen wir den kompletten Loot. Also die ganzen Truhen hier. Ja. Da ist nichts mehr. Können wir jetzt in dem Gebäude zu laufen? Ja, komm. Ja, man trinkt hier. Ja gut, Leute. Wieder einmal gestorben. In einer richtig blöden Sache. Wie viel Leben habe ich eigentlich nur noch? Wir müssen jetzt nur noch eine Videobildung haben, gell? Ne, 2 noch. Plus die letzte Chance. Okay. Sehen noch irgendwie eine Kiste? Irgendetwas noch? Unsere Pfeile sind jetzt wieder von ganzen fast 600 ja wieder runtergegangen auf 200. Ne, gut, da haben wir jetzt wieder alles gelootet. Würde ich sagen, jetzt können wir das machen, die Glocke hier aktivieren, ne? Ja. Und das ist wieder unser kleiner Freund. Hallo. Ich dürfte wieder bekämpfen. Aber naja, müssen wir eh mal ja machen. Okay. Ich überlebe den Angriff. Ja, ich werde das doch noch nicht. Gut, wir regenerieren uns gerade wieder. Habe ich einen Apfel oder irgend sowas gegessen? Ich hab's gerade nicht ganz gesehen.
Ah, da, die toppen noch Brot und sowas. Okay, nice, Mann. Leute, oh Gott. So, alles auf einem Schlag weg. So, wir haben auch noch ein TNT jetzt, wenn wir wieder 1000 auf einer Stelle sind. Oh Gott, Leute, das ist ein Bossmagier. Boah, das ist ja richtig viel Schaden, das wir wieder gemacht. Oh Gott, ey. Leute, was ist das für eine? Okay, der ist stark, aber hat sich alles bewegt. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal durch. Und durchaus. Du hast es geschafft. Und die Dorfbewohner der Kürbisweiden müssen sich vorerst keinem Kampf stellen. Okay. Gut, ich habe ja jetzt wieder keinen Dorfbewohner gesehen, aber egal. So, Geheiligen sind halt nur 22. Okay, besiegte Kreaturen. Okay, Leute, wir haben 98% der ganzen Kreaturen besiegt, ne? Es hat nur 2% gefehlt. Okay, geöffnet Ruhm, ja, okay, wir haben alle Truhen geöffnet und wir haben einmal 15.099 Schaden hinzugefügt, Leute. Das ist echt viel. So, öffnen jetzt mal die Truhe. Und der Raum, der erweitert sich immer wieder. Guck mal, jetzt den Anker ist jetzt hier, ne? Nach dem Kieber weiter, hier so ein Kieber. Okay, mit Windhorn. Wenn das Windhorn durch die Wälder der Oberwelt tönt, erzittern die Kreaturen der Nacht vor Furcht. Okay, kapiert zwar gerade nicht. Ist auch aus dem Artefakt, oder? Stößt die Gegner von dir weg und verlangsamt sie kurzzeitig. Ja gut, also der können wir gegen die Angel hier einfach umtauschen. Ja, denn die Angel brauchen wir das überhaupt nicht. Das den brauchen wir nämlich auch nicht. So. Oh Leute, wir haben einen Händler haben wir jetzt bekommen. Oh nice, man, endlich mal einen neuen Bild. Was kann er denn so? Ein zufälliger Artefakt für dein Level. Okay, ich würde sagen, können wir eins nochmal kaufen. Gibt wieder Geschwindigkeit. Ja, wieder besser als unseres. Ich würde sagen, wir können dann kurz mal jetzt beim Schmied dann nochmal einkaufen. Der Preis ist auch wieder um 4 erhöht worden, ne? Um 4 Mark. So, erstmal 3 Sachen jetzt immer gekauft. Und, ja, ist alles viel, viel schlechter. Ja, gut, jetzt haben wir im Prinzip nur Minus gemacht, aber egal. So, auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ihr könnt gerne kostenlos ein Abo da lassen und dann noch gerne noch die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich würde mal sehr, sehr freuen, wenn ihr diesem Video ein Like geben würdet. Ja, bleibt gesund. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.